Ein MRI-Zentrum in Zürich. Eine Operation steht bevor. Eine Operation mitten im Gehirn, aber ohne Skalpell, ohne den Schädel zu öffnen, sondern wie von magischer Hand. Revolutionär. Der Kopf des Patienten kommt in eine Haube. Zusammen mit dieser wird er in ein MRI-Gerät gefahren, das laufend Bilder seines Gehirns liefert. Für die Operation lenkt die wassergekühlte Haube 1024 hochenergetische Ultraschallbündel von allen Seiten ins Innerste des Gehirns, punktgenau auf eine millimeterkleine Region, die es auszuschalten gilt, weil sie krank macht. Die neue Methode funktioniert bei Parkinson. Sie wird auch bei essentiellem Tremor, also einem Zittern, und bei chronischen Nervenschmerzen verwendet. Mitentwickelt haben sie unter anderem Professor Ernst Martin vom Kinderspital Zürich links und Dr. Ronald Bauer vom Kantonsspital St. Gallen rechts. Also wir machen zuerst MR-Aufnahmen mit dem MRI, also mit Magnetresonanz. Und Sie sehen jetzt hier den Kopf des Patienten. Das ist eine axiale Aufnahme. Das heisst, wir schauen von unten quasi auf das Hirn des Patienten. Hier wäre der Zielpunkt, wo wir nachher operieren wollen. Denn dort entstehen die typischen Symptome von Parkinson, essentiellem Tremor oder Nervenschmerzen. Fokussierter Ultraschall soll exakt diese Punkte ausschalten. Dies geschieht, indem die Temperatur Schritt für Schritt erhöht wird. Hier oben kommen wir alle 3 Sekunden ungefähr ein neues Bild über die Temperaturentwicklung. Die sehen wir hier unten, wie sie ansteigt, am Zielpunkt und um den Zielpunkt herum. Und dann wissen wir ganz genau, wie viel Energie wir müssen geben, damit wir hier im Zielpunkt das Gewebe ausschalten können. Wir erreichen eine Maximaltemperatur hier von 58 Grad im Zielpunkt und von 55 Grad gerade um den Zielpunkt herum. Danach kühlt sich das Ganze wieder ab. Meistens braucht es mehrere Beschallungen, um das gewünschte Resultat zu erhalten. Dazwischen sprechen die Neurologen mit dem Patienten, der während des Eingriffs wach ist und auch wahrnimmt, dass etwas geschieht. Schmerzlos. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind nicht ganz hundertprozentig am richtigen Ort, der Patient spürt etwas, was er nicht spüren sollte, können wir immer den Zielpunkt natürlich entsprechend korrigieren. Nach ungefähr 3 Stunden ist der Eingriff vorbei und die krankmachende Stelle ausgeschaltet. Hochpräzis, wohl dosiert, vollständig kontrolliert und ohne Bohrer oder Skalpell. Im Hirn waren wir dann nachher quasi die Ersten, die diese Operation durchgeführt haben hier in Zürich. Das war der erste Patient im Spätherbst 2008. Seither sind 25 weitere Patienten dazugekommen. Noch geht die Forschungsarbeit weiter, noch fehlt ein klinischer Konsens. Bei diesem Patienten mit Parkinson jedenfalls sind die Ärzte vom Kantonsspital St. Gallen zufrieden. Der Vergleich zu den Übungen vor dem Eingriff zeigt dies deutlich. 4,5 Monate nach der Operation ist das Zittern verschwunden.